Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu der Kampagne von Battlefield 1. Falls euch jetzt mal fragt, warum der Sound im Spiel nicht jetzt gerade zur Verfügung ist, liegt an der Cutscene. Da läuft eine Musik, die mir ein bisschen zu gefährlich hier auf YouTube ist, dass ich dafür gestrikt werde. Daher habe ich die Mucke einfach zu dem Zeitpunkt weggedreht. Das heißt, wenn zufällig Mucke laufen wird, würde ich das dann am besten mal soundtechnisch runterdrehen. Ist zwar ein bisschen doof, aber ich hasse es generell an Spielen, wo man einfach den Sound oder die Musik runterdreht, also wegdreht, aber in der Cutscene immer noch Verfügung ist. Finde ich so ein bisschen bescheuert. Schade, dass man das nicht einfach in der Cutscene generell, dass man das rausnehmen kann. Also Soundeffekte bleiben, nur die Musik weg. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wie gesagt, ich mache das nur zum Schutz meines Kanals, weil ich kenne YouTube. Und mittlerweile ist mir das ein bisschen zu oft passiert. Daher Mucke raus. Trotzdem ist das Game toll. Und ich hoffe, ihr werdet euer Spaß haben. Ich werde trotzdem nochmal euch mal gleich zeigen, dass die Mucke wirklich raus ist. Damit ich hier keinen Scheiß erzähle. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Tut mir leid, ich kann es nicht anders. Andere YouTuber können es. Ich nicht. Das ist für mich ein zu großes Risiko. Auch wenn ein Spiel so alt ist. Weil ich hatte selbst bei Assassin's Creed 3 einen Community-Audio-Treffer wegen eines Theaterstück von 1700 noch was, wo er geclaimed worden ist von den Super-Homies. Naja. Sie haben uns eingekreist. Wir müssen diese Position halten. Alles klar. Gut, wie gesagt, ich zeige euch das einmal ganz kurz. Wenn man jetzt da reingeht, Option Audio, Musik ist raus. Die Gesamtlautstärke ist drin, das heißt also, soundtechnisch müsste alles drin sein. Alles wunderbar, aber so ehrlich, wie gesagt, also das ist die Gesamtlautstärke vom ganzen Spiel. Das ist nur eine bestimmte Lautstärke der Musik im Spiel und wirkt sich nicht auf die Filmsequenzen aus. Das heißt also, in Filmsequenzen, wenn da Musik läuft, also bestimmte Musik, wie gesagt, wie das Anfangsmusik, da nehme ich lieber voicehalber raus. So, genug davon, ab ins Game. Und die Kampagne habe ich nicht, sondern nicht viel gezockt, kann ich jetzt schon mal voraussagen. So, das heißt jetzt erstmal abwehren, abwehren, abwehren. Ohne Ende. Marsch der deutschen Abwehren. Das ist ja lustig. Wie gesagt, ich habe Battlefield nicht viel der Kampagne gezockt. So ein bisschen nur angezockt. Sonst habe ich ja nur online ein bisschen gedaddelt. Sonst nicht viel. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Stellung halten, Männer! Richtig. Aber wie es aussieht, werden sie uns überrennen. Hier nimmt man die Nate. Oh, ich wollte eigentlich Nate sagen, aber hier, das geht auch. Bam. So. Muss ich da nochmal richtig wieder mal rein. Hoppala, das wird böse. Zack. Geh mal weg da. So. Wie gesagt, ich muss da erstmal ins Game wieder reinkommen. Das hat sonst immer richtig Laune gemacht, das Game hier. Zack, zack, zack. Weggewämst. So gehört sich das bei dem Power. So. Okay. Ich versuche die Stellung so lange zu halten, wie es geht. Und schon wieder Nate. Ah, nicht getroffen. So. Hui, da fliegt er aber. So. Ich hoffe jetzt nur, dass es gleich nicht zu brutal wird. Nate-Alarm. Oh, oh, oh. Das sieht jetzt überhaupt nicht gut aus. Stellung halten, das ist wunderbar. Oh. Da kann man nichts mehr halten. Oh. Ich muss zur Entdeckung gehen. Da kannst du nichts mehr halten, ey. So ein Sturm. Ja, und dann noch ein Flammenwerfer. Die sind doch hier. Bin gleich down. So, hier. Nimm. Oh nein. Ich lasse es nicht zu. Bis zum letzten Mann. Das
sage ich jetzt schon. So. Ich bin leer geschossen. Nee. Nimm das. Ich sterbe nicht hier in diesem Drecksloch. Nate. Keine Nates mehr. So. Sag ja. Verdammt, was hat mich erwischt? Homer King. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus, ein großes Abenteuer. Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Mein Gott, was hat die denn jetzt so erwischt? Krass. Okay, versuch mein Glück. Hier eine MG. Ja, aufpassen, dass ich nicht so heiß. Oh, da kommt die Flammenwerfer-Typen. Ich glaube, der erste Weltkrieg war auch der erste Napalm-Angriff, ne? Kann das sein? Jo, ist das einer. So. Glaube ich, ne? Ich glaub, da war wirklich das erste Mal, wo man Flammenwerfer benutzt. Und der Zeppelin wurde, glaube ich, auch benutzt. Haha, so war das auch. Ach, genau das Ding. Schrotwerfer? Schrotwerfer, ist klar, Schrotgewehr. Was, Fenster? Hier kommt nix. Wir haben nochmal Nahkampf, so. Oh, Alter. So, Fackel. Oh, nein. Nein. Boah. Das ist so direkt hart hier. Alles klar. Aber nur meins kommt. Oh, oh. So. Oh nein. Oh, Alter. Erste Weltkrieg war ja wirklich kacke. Ey, du hast direkt. Ey, du kriegst direkt, Alter, ab. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch volle Möhre geballert, ey. So. Wenn du überlegst, ey. Volle Möhre ballerst du. Krass. Hier wenigstens eine Waffe rum. Kann ich dir mal die Waffe haben? Dankeschön. Kann man wenigstens noch ein bisschen machen. So. Krass. Alter, Alter, Alter. Ich versuche hier durchzuhalten. Ich sehe es nicht. Einen hier abzukacken. Nimm die Nate. Verdammt. Wollte noch eine Nate schmeißen. Wait vor allem. Ist klar. Oh. Neue Tötungsmaschinen wie der Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. 21 Jahre, wenn ich richtig gesehen habe. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. So. Unsere Jungs in der Kirche werden überrannt. Wir müssen durchbrechen. Jawollo. Die Infanterie zählt auf uns. Jawollo. Mach mal, mach mal. Oh, hab ich richtig Bock auf diese Kampagne gehabt. Wer sich jetzt fragt, den Outlast, weil viele haben ja auch geschrieben, hey Alpha, mach Outlast. Das habe ich gedacht, mache ich im Stream, weil wenn ich mich schon erschrecke, dann live. So. Wunderbärchen, alles Klärchen. Spielt die Musik, Junge! So. Mal gucken. Bang! Halo! So. So mag ich das. Alter, ich liebe diesen scheiß Panzer. Wir treiben Fritz bis nach Berlin zurück. Ah, ist das schön. Ein Panzer ist wirklich eine tolle Sache. So, schnell nachladen. Ich weiß, die Panzer waren nicht so toll mit Nachladen. Wir sind ein zu fettes Ziel für das Ding. Ja,
Von W. Er ist Panzer halt, ne? Was? Wo soll ich ein Schussfeld haben? Dann brech durch. Bam. Guten Tag. Oh, geil. Also, das ist unser Kollege. Bam. So geht das. Ja, Panzer ist echt ein Spiel. Ist schon eine Scheißnummer. Weil gerade fette Ziel. Es kann Hardcore sein. Vorrücken, verdammt! Gleich sind wir durch. Schießt auf alles, was sich bewegt. Ich schieße auf alles, was sich auch nicht bewegt. Wie ist damit? Wir schaffen es! Warten jetzt. Okay, Mr. Anderson. Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Ja, das war aber nicht anders zu erwarten, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Super, Giftgas. Geilo. Okay, die Waffe gefällt mir auch schon. So, ich weiß jetzt nicht, der... Genau. Entschuldigung. So, mehr ich nieder. Fertig. Luftschiff stürzt ab! Was? Verdammt. Krass. So. Machen wir so. Man sieht sie schon und trotzdem passiert nichts. So. Oh nein, ich bin gleich down. Bin zu weit nach vorne gegangen. Nimm das! Eine Nate nach der andere. Nichts Rückzug hier. Digga. So. So. Hör mal. Gibt's hier nichts. Muss ich jetzt eben kurz nachladen. Dann geht's hier weiter. Muss nach vorne. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, das ist nicht gut. Ihr Schweinehunde. Mit eurem scheiß Flammenwerfern. Das war's. Krass, nur 18, ey. Okidoki. Whoa. Wo kommt das denn jetzt her? Oh, super. Noch ein Scharfschütze. Junge, irgendwie passiert nix. So. Verdammt. Krass. Digga, hab ich noch überlebt, oder was? Übel. Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv. Ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten.
Ja, das war, sag ich mal, das Opening der Storyline. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge zu Battlefield 1, der Kampagne auch wieder. Dann machen wir die 5 Geschichten und dann nach den 5 Geschichten ist ja erstmal dann Schicht im Schacht. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen online präsentiere. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, das ist ganz okay. Wie gesagt, das Outlast LP gibt's ein bisschen dann live bei mir auf Twitch zu sehen. Ich denke, das wird auch mal interessant. So, Leute, wir sehen uns. Euer Alpha Chief. Bis zur nächsten Folge.